Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17, nordfriesische Marsch-Map. Vierfach-Map ohne Gräben, Version 1.2. Wir sind dabei auf Feld 4 zu schwadern. Und damit wir dann hier das Stroh vernünftig einsammeln können. Und jetzt berechne ich mal den Kurs. Und dann kann das hier nämlich losgehen. Damit wir dann auch weiter mit aussehen können. Ja, denn sonst haben wir ein Problem sozusagen. Heute ist erster Weihnachtstag. Schön, dass ihr die Zeit gefunden habt einzuschalten. Das ist die erste Folge heute. Heute Nachmittag gibt es noch eine. Und ja, wir schauen mal. Wir schicken ihn hier mal los. Sollen wir den Schwader aufklappen? Und sollen wir dann mal losfahren und uns das Feld mal schön machen. Gucken, ob das klappt. Nicht wirklich geklappt. Leider nicht am ersten Wegpunkt losgefahren ist. Aber das ist jetzt kein großes Drama. Wir sind ja dabei. Wir sind ja dabei. Und schon funktioniert das. Und schon schwadert er. Und das läuft. Das ist doch schön. Da können wir dann doch nachher dann direkt einen Strohsammler hinterher schicken. So. Ja, okay. Also auch alles okay. Ja, er sammelt hier sein Stroh. Nicht perfekt, aber alles gut. Und bringt es erstmal ins Hofsilo. Mehr wollen wir ja schon fast gar nicht. Ja, wir können jetzt nicht ernten, weil es regnet. Das ist sehr schade. Wo bist du denn fertig? Achso, nee, du bist nicht fertig. Du hast einfach keinen Dingens da mehr. Ja, das ist sehr schade. Ich habe keinen Saatgut mehr. Ich muss jetzt erstmal wieder ganz zurück zum Hof fahren. Und ich muss mir dann irgendwie mal so ein Servicefahrzeug kaufen. Oder Überladewagen oder wie auch immer das heißt. Wo ich Saatgut drauf packen kann und das dann mit zum Feld nehmen kann. Oder ich muss einstellen, dass die Helfer Saatgut kaufen, aber das sehe ich nicht so ganz ein, weil ich ja Saatgut selber auch produziere. Warum soll ich dann Saatgut kaufen, wenn ich selber dafür eine Produktion habe? Ist ja völliger Quatsch. Naja, mal gucken. So, wir gucken hier mal. Am Pferdehof war ich auch noch gar nicht. Wenn man jetzt hier auf der Vierfach-Map auch einen Pferdehof, kann man nicht viel machen, kann man nur Sachen hinverkaufen, aber immerhin. Immerhin. Oh, hier ist auch schon mal schön aufgeräumt. Ich weiß nicht, warum hier die Framezahlen. Ja gut, hier stehen natürlich jede Menge Geräte, jede Menge Mods. Ich weiß nicht, inwiefern diese Mods dann auch alle gut sind und performant sind. Kann ich nicht sagen.
Hallo. Ja. Also nee, ich habe kein Saatgut mehr hier. Doch. Würde ich gerade sagen. Das hätte mich jetzt sehr verwundert. So, hier haben wir auch noch jede Menge Dünger. Aber wir müssen auch noch wieder in die Produktion einsteigen. In die Düngerproduktion. Ah ja, meine Rinder. Da muss ich mich auch mal wieder drum kümmern. Ich weiß gar nicht, ob die noch Wasser haben. Ja, Produktivität passt aber noch. Also sollten sie noch alles haben, was sie brauchen. Genau wie die Schafe. Und irgendwann wollte ich dann auch mal Schweine kaufen. Aber mal gucken. Mal gucken. So, moin. Hier rum. Ist doch wunderbar. Oh Mann. Ja, seht ihr, da sind wir schon gleich wieder beim Feld. So, jetzt müssen wir mal eben gucken, wo ich denn war. Hier war ich. Nächsten passenden Wegpunkt. Farmsilo ist voll. Na toll. Ja, fahre mit dem nächsten fort. Was heißt denn das jetzt? Dass er jetzt wieder aufs Feld fährt, versucht was einzuladen? Okay. Weil das Farmsilo voll ist. Na gut, dann bringen wir doch mal was hier vom Farmsilo weg. Erstmal bringen wir was zur Mischfutterfabrik. Weil da brauchen wir ja auch immer. Immer Stroh. So. Ja, ich dachte, das passiert bei dem Dreiachser nicht. Der fängt sich dann nicht mal mehr, oder wie? Na toll. Oh, 1 Million Liter Stroh. Holen wir da jetzt erstmal 150.000 von weg. Das ist aber auch nicht alle Welt. Sind im Endeffekt auch nur 2. Was kriegen wir denn für Stroh? Stroh im Heizkraftwerk gibt im Moment 250 pro 1000. Ist nicht alle Welt. Da mache ich doch lieber Mischfutter von. Bierfass. Bierfass bringt richtig Kohle. Ich habe ganz viel Bierfässer. Na, mal gucken. Stoffrollen bringen auch gerade ganz viel. Vielleicht sollte ich die gleich mal verkaufen. So, mal eine Ladung Stroh. Und noch eine Ladung Stroh.
Dann kann zumindest hier unser Abfahrer hier gleich herfahren. Wo hat er das denn abgeliefert? Achso, 25% kriegte er. Ja, alles klar. Ja, das muss ich mir angucken. Ja, toll. Was ist denn jetzt los? Ah, ich dachte schon, mein Spiel wäre abgestürzt. War es gar nicht. Das Fenster war nur weg, aber ich konnte dann zum Glück im Aufnahmeprogramm sehen, dass es noch läuft. So. Ist da noch ein Platz? Ja, ist noch genau ein Platz. Wunderbar. Und dann wollen wir mal gucken, was wir denn für so einen Anhänger voll mit Stoffrollen kriegen. Beim Palettenverkauf am Hafen, ne? Da war es doch am... Na toll. Jetzt funktioniert mein Lenkrad nicht mehr. Irgendwas ist hier komisch. Ja, dann wird das hier eine etwas kürzere Folge. Und, ja. Kann ich gerade nicht ändern. Ich muss hier mal eben das Spiel unterbrechen. Und, ich wünsche euch erstmal noch einen schönen weiteren ersten Weihnachtstag. Und würde mich freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst. Oder wenn ihr kommentiert. Oder mich abonniert. Oder wenn ihr wieder einschaltet. Heute Nachmittag gibt es die nächste Folge. Let's Play LS17 hier auf der Map. In diesem Sinne sage ich dann mal ciao.